Hallo, hier ist Affecto mit einem neuen Video und heute wollte ich zeigen, wie ihr euren Clip, den ihr mit After Effects bearbeitet habt, einfach abzuspeichern und als AVI oder MPEG-Datei zu speichern. Dazu wählt ihr die gewählte Komposition aus, geht auf Datei, exportieren, an die Renderliste anfügen. Das geht, glaube ich, auch über Ebene. Gut, auf jeden Fall so, dann habt ihr habt diese Dateien, die könnt ihr, wenn man hier drauf drückt, kann man auswählen, welches Format, AVI, was auch immer. Ich nehme AVI zum Testen. Dann hat man, hier kann man das auch nochmal etwas schneller auswählen. Nein, ich meine, hier kann man, ob das verlustfrei oder bestimmte Arten, zum Beispiel für Blu-ray oder für MPEG-DVD, also ob man das Video halt, mit welchem Modus man das überführen möchte. Dann hier klickt man auf das drauf, da dürfte aber etwas anderes stehen. Dort kann man auswählen, wo man es hin kopieren möchte. Da gibt es einfach mal ein Test unterstrich Intro. Habe ich jetzt hier gespeichert, dann mach Speichern. Jetzt habt ihr eure. Hier oben kann man halt noch etwas die Größe einstellen. Also immer ein paar Informationen. Schreibgeschützt, ja. Die man eigentlich auch schon am Anfang für die Ebene eingestellt hat. Framerate und so. Dann einfach okay. Das sollte man ausfüllen. So, also das sehe ich schon reinmachen, rendert er das nicht und dann rendern. Dann sieht man mal kurz den Clip und den Ladebalken. Dann hat man das Ganze hier gespeichert. Dann kann man es auch direkt abspielen. Das war's auch schon. Ciao.